Also diese Woche ist wirklich gespickt mit neuen Panzern und so auch hier. Ihr seht den T28E F30, den es ja zu Beginn des Monats im Adventskalender gegeben hat. Gespielt hier von Lucky Kid. Und er hat reingeschrieben, dass der wirklich ein sehr, sehr guter Tank ist. Also ich habe ihn noch nicht live gesehen. Ich habe ihn auch selber noch nicht gekauft, aber naja, vielleicht kommt er ja nochmal. Und wenn das Replay jetzt ordentlich ist, könnte man sich's überlegen. Schauen wir doch mal, wie er so damit umgeht. Hier ist auf jeden Fall mit seinem Vierer in einem Fünfergefecht. Das spricht schon mal für den Panzer. Und wir sehen natürlich die F30 hier oben, ganz klar. Und ansonsten halt der typische T28. Der fährt hier erstmal in die Mitte. Eher ungewöhnlich. Normalerweise fahren immer die Leute alle direkt auf den Hügel oder sonst wo. Da hat er OI. 140 Schaden macht er. 150, also so um die 150er Hits. Vernünftiger Reload. Und das für ein Tier 4, ja. Das ist schon mal ganz vernünftig. Der Ui hat scheinbar direkt genug und denkt sich, nee, auf die Spielchen lasse ich mich jetzt gar nicht ein. Er bleibt hier drauf auf dem. Da der T56. Hat er schon den ersten gefressen? Kriegt er den zweiten auch gleich? Sieht so aus. Nein, er verschießt. Ärgerlich. Aber der Nachschuss dürfte passen. Ja, der passt. Was haben wir denn an Durchschlag mit der? 120. Das ist sehr ordentlich. Premium und 161, aber für einen Tier 4 Panzer 120 Durchschlag. Das ist aller Ehren wert. Jetzt will er seinen Zugpartner unterstützen, aber der bekommt da vom Locust noch Besuch. Der denkt sich jetzt, nee, ich fahre weiter. Und ja. Aber da hat er die Rechnung ohne ihn gemacht. So ein Locust ist halt einfach mal schnell runtergespült. Kleiner Scherz in der Gagkasse. So, der Lonely Kid, sein Zugpartner von Lucky Kid, ist hier drüben ordentlich in Bedrängnis. Da fährt er jetzt deswegen rüber. Hat hier jetzt blinkern von sich den KV-1 und die Su 85D. Auto-M auf die Su und weg. Sehr schön. Auch so kann man unterstützen. Ja, ein kritischer. Das Haus könnte er wegschießen. Ja. Aber. Ja, sehr schöner Hit. Im besten Augenblick dann nochmal gezielt. Oh, da kommt der OI. Den kennt er doch schon. Au, super Aim. Also da hat er nicht mal mit Auto-Aim drauf geschossen, sondern wirklich mit der Maus drüber gefahren und dann getroffen. Chapeau, Hut ab. Vier Kills schon. So, 6 HP hat er. Auto-Aim macht er. Komm auf den Turm, auf den Turm. Ah, scheinbar natürlich ein bisschen Probleme mit dem Richtbereich der Kanone. Deswegen ist ihm der Kill hier leider verwehrt geblieben. Natürlich, der Premium-Panzer nicht nur für die Credits wichtig, sondern auch am Ende des Tages für die Crew. Sollte man auch nie ganz vergessen. Aber ich weiß nicht warum, auch wenn es ganz falsch ist, aber er erinnert mich so von dem her so ein bisschen an den B2. Auch vernünftige Mobilität. Und ich weiß nicht warum, aber ja, irgendwie so ein bisschen. Also könnte echt ein Panzer auch für mich sein. Ja. Su 76M, die lasse sich nicht nehmen. Das ist sein Kill. Also mir gefällt die Mobilität, mir gefällt die Geschwindigkeit, auf die er kommt. Ich finde 30 km/h absolut einen guten Wert. 380 Hitpoints ist allerdings natürlich arg wenig. Also wenn da einer falsch trifft, dann war es das recht schnell. Nein, nein. Das wäre sein Krieger gewesen. Ärgerlich. Da kommt noch ein KV-1. Da prallt er ab. Steht er im Cap, 11 zu 8. Aber fährt er noch raus oder will er es hier durchcappen? Das ist die Frage. Ne, er fährt raus. Und er will hier noch ein bisschen Schaden machen. Sein Team steht jetzt im Cap. 15 Sekunden bleiben ihm noch. Da unten. Oh, da ist T34. Auto-Aim drin. Und trifft. 7 Sekunden noch.
Und den nimmt er raus. 2, 1, 0. Der Cap ist durch, aber noch kann man ja ein bisschen Schaden machen. Er macht sogar noch seinen 7. Kill. Sehr gut. Und auch da kriegt er noch einen Schaden raus. Und nun ist die Runde allerdings zu Ende. 1537 Schaden hat er gemacht. 7 Kills. Dabei 806 unterstützt. Und ich denke, für einen Tier 4 eine sehr solide Leistung im Tier 5 Gefecht. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr euch den gekauft habt. Und wenn ja, wie ist eure Meinung zu dem? Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.